Ich hoffe, alle Mann, die hier den Blog lesen, haben den Flugschein. In dieser etwas improvisierten ersten Ausgabe meines Videopodcasts, passend zu Silvester, erkläre ich euch nämlich, wie ihr diese wunderbare Canon-Spiegelreflexkamera mit diesem ultra coolen 90er Jahre Joystick verbindet. Also. So, heute mal das Ganze in Videoform. Und zwar haben wir heute den 31. haben jetzt kurz vor 8 Uhr abends. Und ich habe ein kleines Problem. Und zwar haben einige vielleicht schon den Blog gelesen. Ich habe eine wunderbare Canon EOS 450D und wollte eigentlich heute Abend Feuerwerk fotografieren. Nur dummerweise habe ich den Fernauslöser dafür bei irgendeinem Chinesen bestellt. Und naja, das war vor einem Monat, da ist er noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Und ja. Zum Glück hat da Google einiges im Angebot und ja, daraus habe ich jetzt erstmal mir ein paar Datensätze rausgesucht und ja, das hier ist jetzt das Ergebnis der Bauteile, die ich gleich hier irgendwie zusammen machen möchte. Und zwar hätten wir da, wo sind wir denn unterwegs, genau, einen alten Joystick, den habe ich noch in der Grabbelkiste gefunden, dann hier unten ein, ja, irgendein Reststückchen Platine. Ein Adapter von 2,5 mm auf 3,5 mm Klinkenstecker. Den hatte ich noch von meinem Handy. Und ja, eine normale 3,5er Klinkenbuchse. Und hier so ein normales Audioanschlusskabel mit zwei Klinkensteckern an beiden Seiten. So, das Ganze soll mit Kabel an die EOS dran. Und wenn wir uns die mal an der Seite anschauen, dann haben wir hier an der Seite von der EOS, hinter der Klappe in der Mitte, einen kleinen Anschluss, der hat auch ein Symbol für Fernauslöser und ja, wie man sieht, 2,5er. Und genau da wollen wir dran. So, nachdem mein Handy sich inzwischen entschieden hat, doch mal wieder zu starten, macht nie Firmware-Updates, kommen wir also zum ersten Schritt. Der sollte relativ klar sein, und zwar mit dem 2,5 mm Adapter. Machen wir aus der 2,5er Buchse eine 3,5er, was mit einer Hand gar nicht so einfach ist. Und von dieser 3,5er Buchse, die wir jetzt neu dran haben, einfach das Audiokabel dran. Damit hätten wir alles, was da rauskommt, auf einen 3,5er Stecker hier umgelegt. Und den wollen wir abgreifen. Wie ich ja schon gezeigt hatte, wollte ich dafür einen Joystick dran. Ich habe hier schon mal die Unterkante abgemacht und ja, wirklich gefallen tut es mir nicht, da sind eindeutig zu viele Kabel. Deswegen werde ich mir jetzt hier ein Multimeter irgendwo krallen und mir mal zwei Knöpfe durchsuchen. Vielleicht finde ich heraus, an welchen Kabeln die rauskommen. Hier sieht man schon, hier kommt ein Kabelbaum runter. Das müsste irgendwo da sein. Wie man im Schlachtfeld hier erkennt, habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Habe mir die Masseleitung und zwei Leitung zu Tastern oben auf dem Joystick rausgesucht. Ich habe es jetzt einfach abgeschnitten, weil ganz ehrlich, naja, das Ding hat halt nur einen Gameport, das wird keiner mehr benutzen und ich glaube, das war auch nur so ein 5-Euro Joystick aus eBay. Ich habe es jetzt hier angelötet und zwar, wenn wir gerade mal rausziehen, kann man das besser erklären. Wir haben einmal das Schwarzen, das ist die Masse vom Joystick. Der geht hier oben auf den hintersten Ring. Dann haben wir den blauen, das ist der, den ich zum Fokussieren nehmen möchte. Der geht auf die Mitte des Steckers und vorne an der Spitze ist der weiße, das ist der zum Auslösen. Wer sich jetzt die Anleitung angeguckt hat, die ich verlinkt hatte, die ist etwas anders aufgebaut. Dort ist nämlich erwähnt, dass man die Mitte mit der Spitze verbinden müsste, um ein Foto zu machen. Das kommt daher, wenn ich fokussiere, also den mittleren mit der Masse verbinde, und dann den Auslöser drücke, dann habe ich ja die Verbindung. Das heißt, ich kann nur auslösen, wenn ich fokussiert habe. Ich habe mich für hier die Variante entschieden, weil hier so kann ich auch einfach auf den Auslöser drauf hämmern. Dann löst er nicht direkt aus, sondern die Kamera muss erst fokussieren und löst dann aus. Aber ist in manchen Situationen vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da nicht zwei Knöpfe suchen muss. Ich werde jetzt den ganzen Klumpatsch hier wieder zusammenbauen. Wird einen Moment dauern und dann schauen wir mal das Ganze in Aktion an.
Das hier war jetzt gerade nicht so wirklich geplant. Eigentlich wollte ich die Buchse hier an der Seite einfach mit Heißkleber reinmachen und naja, da war jetzt hier die Brennbuchse einfach mal auseinandergefallen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen schlechte Laune und schlechte Laune äußert sich bei mir so, dass ich jetzt zu faul bin, hochzulaufen und neue Printbuchse zu holen. Also, das muss das Kabel einfach mal dran glauben. Also, schön. So, dank gebrochenem Anschluss, ja, sehen wir jetzt hier den Joystick mit Kabel fest dran. Wie man sieht, das Originalkabel hatte ich schon vorher abgeschnitten. Damit ist es zwar immer noch ein relativ großer, aber auch ziemlich cooler Fernauslöser, weil, naja, also, wenn Buster das hier sehen, so zwei Coolie-Heads und Joystick, also wenn noch ein paar Motoren und ein Stativ hat, lässt sich bestimmt was machen. Bis jetzt interessiert mich auch erstmal der Fernauslöser. Wir haben also jetzt das Kabel fest dran. Die Kamera habe ich den Adapter noch dran, wunderbar. Wir können also einfach hier einstecken, schalten die Kamera an. Sollten eventuell auch noch den Objektivdeckel wegmachen und gerade schauen. Ja, genau. Sie ist jetzt im normalen Modus, also Vollautomatik. Ich habe nichts eingestellt bezüglich irgendwelcher Fernbedienung oder so. Und wenn wir jetzt hier mal holen, drücken wir unseren Fokusknopf. Er fokussiert und ja, wunderbar. Wir können Fotos machen. Silvester kann kommen. Und wir haben jetzt ja, kurz nach 9, also inklusive dem ganzen Rumprobieren und der kaputten Buchse etc. pp. Also sprich dreimal neu machen, habe ich jetzt knapp über eine Stunde gebraucht. Und ja, liegt damit deutlich unter der Lieferzeit von gewissen China-Versandhäusern.